Es spricht jetzt als nächstes unsere Landesvorsitzende Agnes Becker, kurz, weil sie ihre Hauptrede anschließend bei der Delegiertenversammlung hält. Aber Agnes, wir freuen uns, dass du da bist. Bitte. Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe altlinke Atomskeptiker, ich bin tierisch stolz, heute mit Ihnen hier zu stehen zu dürfen. Ich habe es gerade schon beim Herlaufen gesagt, man kommt sich ein bisschen vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Wer hätte von uns gedacht, noch einmal hier stehen zu müssen? Wer hätte nach dem Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg gedacht, dass er noch einmal die Atomkraft in Bayern zum Teufel schicken muss? Weil nichts anderes versuchen wir und tun wir heute. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen und vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich will es kurz machen, weil wir müssen ja noch singen und ich werde nicht mitsingen, ich kann nicht singen, keiner will, dass ich singe, bestimmt Sie auch nicht, nein, ganz, ganz schlimm. Aber ich will deutlich machen, worum es hier heute eigentlich geht. Es geht nicht um einen Streckbetrieb, die Vorredner haben es schon gesagt, der natürlich durch die CSU-Regierung gefühlte 100 Jahre in Bayern verursacht, zumindest mitverursacht worden ist, sondern es geht um etwas ganz anderes. Und der Herr Scheuer ist ja heute auch schon gewürdigt worden. Der Herr Scheuer hat es ausgesprochen. Der Herr Scheuer hat gerechnet. Er hat gesagt, 3 plus 3 plus 3. Und damit hat er sich vielleicht auf das mathematische Niveau seiner Leistungsfähigkeit herunterbegeben, aber es kommt trotzdem das Verkehrte raus. Er hat nämlich gesagt, also die 3 Atomkraftwerke müssen weiterlaufen, eins davon steht hinter uns. 3 schon runtergefahrene müssen wieder hochfahren und 3 will er neu bauen. Damit sich keiner vertut, worum es hier geht. Und ich verspreche Ihnen, wir werden im April wieder hier stehen. Im April nächsten Jahres werden wir wieder hier stehen und werden dieselbe Scheiße wieder zurückschlagen müssen. Darum geht's. Die CSU und die CDU und die AfD und wie sie alle heißen, diese Steinzeitpolitiker, die wollen die Atomkraft in Deutschland zurückholen nach dem Motto, alle anderen machen's, also machen's mira. Da hat man schon kleinen Kindern versucht zu erklären, wenn alle aus dem Fenster hupfen, dann hupfen wir doch nicht hinterher. Darum geht's. Und ich bitte Sie, bleiben Sie in diesem Widerstand tatkräftig und aktiv. Die Vorrednerin hat es auch schon gesagt, es geht darum, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass wir die Atomkraft in Bayern, in Deutschland nicht brauchen. Es ist nach wie vor die teuerste Art und Weise, Energie zu erzeugen. Wir sind genauso abhängig vom Rohstoff, wie wir es beim Gas und beim Öl sind. Und wir haben überhaupt keine Chance, damit endlich den Weg in die erneuerbare Zukunft bei den Energien in Bayern zu finden. Es gibt viel Wind in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde, und damit könnte man jede Menge gute Energie erzeugen. Aber so viel Wind, dass das Fanderl vom Söder so gewachelt wird, dass das zu seinen Meinungsänderungen passt, so viel Wind haben wir nicht. Herzlichen Dank, viel Spaß beim Singen. Juhu.